Vorfreude ist auf jeden Fall wieder sehr groß. Ich glaube, wir werden morgen hier eine tolle Kulisse haben im Stadion. Ich hoffe, dass vielleicht noch ein paar Unentschlossene den Weg in das AOK-Stadion finden werden. Ich denke, morgen brauchen wir auch noch mal die Unterstützung von den Rängen, weil Chelsea wird noch mal alles nach vorne werfen. Chelsea wird noch mal versuchen, ein frühes Tor zu erzielen. Und da müssen wir halt aufpassen. Im Umkehrschluss müssen wir versuchen, aber auch wieder die Räume zu nutzen, die uns geboten werden. Und wir wollen auf jeden Fall mutig spielen. Wir wollen wieder offensiven Fußball spielen, wissen aber auch, dass Chelsea eine gute Qualität in der Offensive hat. Darauf sind wir eingestellt und deshalb erwarte ich eine konzentrierte und fokussierte Leistung, damit wir morgen dann auch ins Finale einziehen. Generell glaube ich, sind wir auf einem guten Fitnesslevel. Alle Spielerinnen wirken sehr frisch, trotz der Saisonlänge bisher. Man hat ja auch gesehen, einige Spielerinnen, die vielleicht zuletzt weniger Einsatzzeit hatten, haben sich auch wieder stark präsentiert in Jena. Andere Spielerinnen konnten mal durchatmen. Deswegen glaube ich, dass wir auch morgen wieder frisch auf dem Platz sein werden. Und das müssen wir auch sein.